Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Promi-Geflüster. Und jetzt, wenn man wirklich so auf den Kalender schaut, die Fußball-WM naht ja immer mehr. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass im Winter Fußball-WM ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben heute eine ganz reizende junge Schauspielerin wieder zu Gast. Und sie ist die vierte im Bunde bei den Blutigen Anfängern, die Rookies, ihr kennt es ja, die Blutigen Anfänger Staffel 4, da sind 4 neue am Start. 3 haben wir ja schon vorgestellt und heute, wie gesagt, eine fehlt noch, die Louise Emily Tschersich, so heißt sie richtig, und sie spielt die Anastasia. Genau, ich glaube, so war es richtig. Und ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen. Hi, schön, dass ich da sein darf. Bitte gerne, freut mich auch, dass es geklappt hat und natürlich die Blutigen Anfänger, die Krimireihe im ZDF, immer mittwochs, jetzt wieder um 19.25 Uhr, gell? Genau. Und gleich in der ersten Folge, da bist ja du wirklich hier einer heißen Spur aufgelaufen sozusagen, was alles um deinen Vater sich dreht. Aber arg viel mehr wollen wir noch gar nicht verraten, denn Spannung muss sein. Richtig, auf jeden Fall. Also ich bin auch ein großer Fan davon, nichts zu spoilern. Ich versuche immer, wenn ich gefragt werde, so neutral und unklar wie möglich zu antworten, damit bloß nicht irgendwas schon vorweggenommen wird, was dann im Verlauf der Serie irgendwann spannend wird. Also ja. Wobei ich sage, also die Eingefleischten, ich glaube, die wissen es auch schon längst, man kann es auch schon in der ZDF-Mediathek ja alles schon ein bisschen voranschauen, also da ist man dann doch schon vorinformiert, wer es gar nicht erwarten kann. Ne? Wie würdest denn du dir deine Rolle, deinen Charakter mal kurz beschreiben, wenn du da mal ein bisschen mal erzählen möchtest? Also ich glaube, Anastasia ist eine sehr, sehr ehrgeizige junge Frau, die auf jeden Fall sehr viel Leidenschaft in ihrem Beruf hat. Sie hat auch sehr konkrete Gründe, warum sie zur Polizei wollte. Und das hat unter anderem eben auch mit der Geschichte, die sich um ihren Vater rankt, zu tun. Und das hat alles dazu geführt, dass sie den Drang empfunden hat, Verbrechen aufklären zu wollen und Leuten helfen zu wollen. Und irgendwie finde ich das total schön. Also ich persönlich finde das immer so die perfekte Motivation, wenn man irgendwie einen eigenen Antrieb hat, einen persönlichen Antrieb hat für seinen Beruf, weil es, glaube ich, dadurch leichter ist, diesen Job auszuüben. Und gerade Polizeiarbeit ist ja echt verdammt hart. Genau, ich glaube, sie ist manchmal ein bisschen verkopft. Also sie macht sich sehr oft sehr viele Gedanken. Sie hält aber ihre Emotionen eher unter Verschluss. Mhm. Also sie ist jemand, der tatsächlich sich, glaube ich, nur sehr konkreten, bestimmten Menschen gegenüber öffnet und, glaube ich, auf ein sehr besonderes Vertrauensverhältnis setzt, bevor sie sich emotional wirklich öffnet. Klar, wie bei jedem Menschen gibt es Momente, in denen kannst du es nicht drin behalten. Das geht nicht. Sie ist natürlich kein Roboter, aber sie wirkt in ihrer coolen Art trotzdem irgendwie sehr verschlossen, fast so, dass man sich vielleicht manchmal fragt, wie viel von der Coolness ist so real und wie viel ist vielleicht auch nur Fassade, um eben nicht durchblicken zu lassen, was wirklich vor sich geht. Aber ich muss sagen, natürlich, als jemand, der diese Figur spielt, man muss die Rolle lieben lernen, aber ich habe sie tatsächlich besonders lieben gelernt und bin sehr froh, dass ich ihr ein bisschen Leben einhauchen durfte. Sehr gut, sehr gut. Also, da sind wir schon gespannt, wie die 12 Folgen, wie gesagt, dann auch enden werden. Es ist ja ein durchgehender Fall, wie gesagt, der wird erstmal über dich und deinen Vater sozusagen erzählt und natürlich immer wiederum die abgeschlossenen Fälle in jeder Folge. Ne? Genau. Was hat dich besonders an den Blutigen Anfängern gereizt, als du das Angebot bekommen hast? Ich weiß nicht, hast du die ersten 3 Staffeln auch gesehen schon mit den Vorgängern? Ich habe mal reingeschaut, aber ich muss zugeben, dass ich gar nicht so
selber so die Fernsehmaus bin. Okay. Zumindest nicht mehr, seit ich zu Hause ausgezogen bin, weil ich habe tatsächlich einfach keinen Fernseher. Deswegen, also klar, man guckt dann in der Mediathek, gerade auch wenn es um so ein Casting geht von etwas, was es schon gibt, dann will man natürlich auch mal nachschauen, ne, was ist das? Ich glaube, was mich tatsächlich, und das sage ich jetzt hier einfach ganz offen und ehrlich, gereizt hat, ist Staffel, neue Hauptrollen, alles geht neu los und das liest man und denkt sich so, ja geil. Das ist ja, also es ist einfach mega spannend und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, die, glaube ich, für jeden Schauspieler und für jede Schauspielerin erstmal interessant ist, bevor man sich dann anfängt, wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und ich muss sagen, ich finde, Krimi in Deutschland ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Ding. Wir haben richtig geile Tatortfolgen und dann haben wir so die, ich lege mich schon mal vorsichtshalber ins Bett und schlaf dazu ein, Krimi-Folgen. Und da ist man dann natürlich so ein bisschen kritisch. Und als ich dann aber mich mit Blutige Anfänger tatsächlich auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, krass, das ist ein Format, das traut sich ja irgendwie viel mehr als der, ich sag jetzt mal, typische deutsche Vorabend-Krimi. Ja. Also ist ein wesentlich diverserer Cast. Die Thematiken sind irgendwie ein bisschen aktueller, würde ich fast sagen. Also man befasst sich halt mit wirklich sehr konkreten Themen, die eben auch für unsere Generationen mitunter einfach sehr interessant sind. Und das sind so Sachen, die mich total reizen. Und der Fakt, dass natürlich diese privaten Geschichten immer weiterlaufen und nicht jede Folge ein abgeschlossener Kasten ist, das finde ich persönlich einfach schön, weil das den Figuren viel mehr Leben einhaucht und man dadurch einen Bogen spielen kann und irgendwie es dem Zuschauer dann auch leichter fällt, sich mit den Figuren zu identifizieren, weil er sie wirklich kennenlernen darf. Und das alles kombiniert hat dazu geführt, dass ich mir so dachte, boah krass, ich würde das schon sehr, sehr, sehr gerne machen, wenn ich die Möglichkeit bekomme. Und siehe da, irgendwie hat es hingehauen. Hat und jetzt bin ich hier. Genau. Jetzt sagtest du natürlich, du hast kein Fernsehen mehr. Die Thematik, auch hier die Jugendlichen anzusprechen, ist wohl auch gegeben. Aber wie kriegt ZDF wiederum den Bogen voll so gespannt, dass man die Jugendlichen nicht verliert und auch, dass die dranbleiben? Was würdest du da empfehlen? Es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ich glaube tatsächlich, viel Marketing funktioniert heutzutage einfach über Instagram. Und ich glaube, da hat auch Blutige Anfänger noch ganz viel Luft nach oben, was so das Marketing betrifft. Natürlich wird gerade bei solchen Serien dann auch auf diese Mediathek gesetzt, was ich cool finde, weil man ja doch öfter dann mal auf so eine Mediathek zugreift, gerade jetzt in Zeiten, wo Netflix immer teurer wird, Disney Plus immer teurer wird, weißt du, dann hat man so 50 Milliarden Streaming-Dienste, aber den Rundfunkbeitrag bezahlen wir ja eh alle, also kannst du auch einfach mal in die Mediathek schauen. Genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass man ganz viel noch mehr mit Social Media arbeiten könnte. Und ich glaube gerade auch, dass die Figuren, die wir jetzt in den Mix werfen, total interessant für die aktuellen Thematiken auch in jugendlichen Kreisen sind. Und ich habe ja bei auch einem ZDF-Funkprojekt mitgespielt, Druck, was sich ja grundsätzlich nur über Social Media vermarktet hat. Und das Ding ist ein Banger geworden. Okay. Und ich glaube, dass man sich in bestimmten Belangen, sag ich mal, da was abschauen kann, wobei Druck natürlich ein sehr konkretes Konzept verfolgt hat, was eben extrem auch mit Social Media Präsenz spielt. Das muss natürlich Blutige Anfänger nicht sein. Aber ich glaube, dass gerade öffentlich-rechtliche Sender noch sehr viel Luft nach oben haben, was so auch die Darstellung auf sozialen Medien betrifft. Also man versucht es ja, aber ich glaube, die Art und Weise und die Regelmäßigkeit macht es am Ende. Und ich glaube, da gibt's noch Luft nach oben. Aber ich glaube, dass eben auch unser Cast und die Leute, die da jetzt mit dabei sind, die größtenteils ja auch keine ganz unbeschriebenen Blätter sind, auch Leute ranholen. Also ich glaube, vieles dann auch hören sagen. Und man sieht es schon jetzt bei den Posts auf der Social-Media-Seite von Blutige Anfänger. Da sind auch ganz viele Fans der ehemaligen Staffeln total dabei und gar nicht so, boah, neue Leute, das wollen wir nicht, sondern eher so, hey, cool, mal gucken, was es wird. Und das ist natürlich total schön zu lesen, dass wir eben auch die Leute ansprechen, die letzten Staffeln schon gesehen haben. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, die Jugend wandert, glaube ich, doch immer ein bisschen mehr ab von den Öffentlich-Rechtlichen, aber
Mit euch wird es hoffentlich wieder gelingen, sie vielleicht wieder ranzuziehen. Macht ordentlich Werbung, ihr selber auf euren Plattformen. Ich trage meinen Teil auch dazu bei euch, da ein bisschen noch bekannter zu machen. Und dann soll es doch eigentlich gelingen, dass die Quoten wieder passen. Hoffen wir es doch, ne? Ja, sehr. Sehr schön. Ja, wenn man jetzt mal ein bisschen deinen Werdegang da verfolgt. Ich bin da gerade mal auf eine Seite gestoßen, die Agentur Hobridge. Man sieht, ja, Fernsehen, Film ist noch nicht ganz so viel. Da geht es, glaube ich, erst so ab 2018 los, vor 4 Jahren etwa. Aber dafür Theater steht sehr viel mit dabei. Ne? Ja. Was ja, ist Theater? Wie sieht es da aus? Was macht da am meisten Spaß? Ach, also erstmal bin ich ja gefühlt im Theater groß geworden, weil meine Eltern tatsächlich beide am Theater gearbeitet okay. haben. Damals, als ich noch klein war, inzwischen haben sie sich beide davon so ein bisschen gelöst, was auch total okay ist, weil ich finde, nach 30 Jahren kann man das Theater dann auch mal sein lassen. Aber ja, also es gab tatsächlich für mich gar keine andere Möglichkeit. So, man wächst halt im Theater auf, man merkt, ey, das ist voll cool und dann will man das selber auch machen und genau so habe ich es gemacht und habe dann Schauspiel studiert und natürlich ist das Schauspielstudium, speziell an der Schule, an der ich war in der Ernst Busch, noch sehr theatergeprägt. Also es ist noch gar nicht so, sag ich mal, der flüssige Übergang zum Film ist noch gar nicht so gegeben und ja, ich habe halt jahrelang im Theater-Jugendclub gespielt, als ich klein war und dann hier in Berlin noch ein paar Projekte eben an der Schule oder von der Schule aus. Aber ich habe mich tatsächlich dann sehr konkret nach dem Studium entschieden, dass ich erstmal frei bleibe, um die Möglichkeit des Drehens ausleben zu können. Okay. Was aber um Gottes Willen nicht heißt, dass ich nie wieder zurück zum Theater gehe. Also ich glaube, jeder, der mich schon mein Leben lang kennt, wird sagen, wieso ohne Theater, das geht gar nicht. Also früher oder später werde ich dann zurückgehen und ich glaube, was mich am Theater am meisten reizt, ist einfach, dass die Spielweise im Vergleich zum Film eine ganz, ganz andere ist und dieses Live-Publikum vor der Nase zu haben, ist einfach ein anderes Adrenalin, weil du guckst den Leuten ins Gesicht und siehst, das finden sie jetzt gerade irgendwie nicht so cool, okay, hier kommen jetzt gerade irgendwie keine Reaktionen. Und das musst du dann überspielen können und da musst du drüber stehen können und in der Routine eine Spontanität finden. Ja, und ja. Ich habe das Gefühl, gerade auch im Theater ist diese Gruppe, mit der man auf der Bühne steht, die hat nochmal einen ganz anderen Wert. Und ich glaube, die besten Stücke, die ich gemacht habe oder bei denen ich Teil sein durfte, waren mit den Ensembles, mit denen man dann auch sich am besten versteht, mit den Gruppen, mit denen man irgendwie am meisten Ensemblegeist entwickeln konnte. Und ich glaube, das ist etwas, was ich am Theater sehr schätze, weil natürlich gibt es auch da ein Konkurrenzgefühl und Besetzungen sind natürlich immer so ein Ding. Jeder will gerne mal die Hauptrolle spielen. Was waren es denn dann so für Stücke? Mehr Komödie oder ernste Sachen? Ach, alles durcheinander. Wir haben tatsächlich schon im Theater-Jugendclub angefangen, sehr früh so Klassiker zu spielen. Also Shakespeare, aber auch Kleist. Wir haben Fantasy Lehr von Kleist gespielt, da war ich 14. Ich musste erst mal verstehen, was der Typ da geschrieben hat. Das war total krank. Und dann haben wir König Ubu gespielt, was eine Komödie ist. Also wirklich alles durch, aber eben literarisch nicht so leichte Kost, sondern wirklich bewusst klassische Texte. Dann aber versucht, das ins Hier und Jetzt zu holen, irgendwie zu uns ranzuholen. Ich meine, das sind 14- bis 18-Jährige. Wie macht man denen diese Texte so mundgerecht, dass sie eine Identifikationsmöglichkeit haben, dass auch das Publikum plötzlich versteht, Mensch, Shakespeare ist ja gar nicht von vor gefühlten Milliarden Jahren, das ist ja immer noch total aktuell. So, und ich glaube, das war so der Gedanke, den wir damals verfolgt haben. Und klar, dann in der Schauspielschule wurde das Ganze natürlich immer professioneller und die Arbeit wurde immer mehr, ich sag jetzt mal, auch auf Kunst ausgelegt, ne? Weil du dann ja auch immer mehr so mit Leuten anfängst zusammenzuarbeiten, die eben Theater für Erwachsene machen. Und Theater für Erwachsene ist mitunter halt schon nochmal was anderes als Theater für Jugendliche. Und gerade auch an der Schauspielschule ging es dann oft auch krass an die Substanz, also wo man dann auch einfach gemerkt hat, boah, das ist jetzt körperlich und mental echt nicht mehr so das Hobby von früher.
Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich mich da durchgewühlt habe und diese Ausbildung genießen durfte, weil tatsächlich nicht sehr viele Leute im deutschsprachigen Raum die Chance kriegen, das zu studieren, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte und habe jeden Stein umgedreht und jedes Hindernis überwunden, was mir in den Weg geschmissen wurde. Und naja, jetzt habe ich ein Diplom. Ist doch auch ganz schön. Sehr schön. Glückwunsch, Glückwunsch, genau. Ihr vier habt da zuvor eigentlich noch nie zusammen gespielt, für die Rolle sozusagen erst kennengelernt. Ja, genau. Also klar, man hat sich mitunter so einem Casting vorher schon mal gesehen. Ja. Also gerade Martin und ich haben uns, wir hatten unser allererstes, oder ich hatte mein allererstes Live-Casting mit ihm zusammen. Okay. Und es war super schön irgendwie, weil das sofort funktioniert hat. Und dann dachte ich mir so, wenn ich die Rolle kriegen sollte, dann will ich, dass Martin die Rolle auch bekommt. Weil wir uns einfach so gut verstanden haben, dass es irgendwie direkt so geklickt hat. Und okay. Als ich dann die Nachricht bekommen habe, dass das eben auch für Martin geklappt hatte, war ich total happy und das war super schön. Aber ja, die anderen habe ich dann tatsächlich erst später kennengelernt, beziehungsweise es gibt so eine süße Anekdote von Cheyenne und mir, weil wir uns tatsächlich auch im Casting schon gesehen haben. Aber da war das alles noch mit so einer Skepsis verbunden, weil ich hatte meine Rolle noch nicht und sie war eigentlich, glaube ich, sogar schon gesetzt für ihre Rolle. Und trotzdem war es so dieses Ding für, sind wir hier gerade für dieselbe Rolle da oder nicht oder doch? Und dann wird man natürlich so automatisch so, man ist freundlich, keine Frage, aber man wird natürlich automatisch so ein bisschen so, komisch. So, kann man es vorstellen, ja, genau. Ja, und das war total lustig, weil es uns lustigerweise beiden so ging, obwohl sie ja, wie gesagt, eigentlich schon total safe in ihrer Figur war. Und als wir uns dann tatsächlich später wieder getroffen haben und gemerkt haben, ach, witzig, das war ganz anders, war es wahnsinnig lustig. Und jetzt können wir da sehr drüber lachen, weil wir, glaube ich, beide so ein bisschen, man ist dann halt so ein bisschen dieses, ja, hi, ich bin Luise. Ja, hallo, ich bin Cheyenne. Und es ist so ein bisschen so, genau. Aber so ist es jetzt halt gar nicht mehr. Ne? Also es ist total witzig. Ja, klar. Ja, und jetzt natürlich sind schon wieder Drehpause, also oder sind die 12 Folgen ja abgedreht. Ich glaube, ihr habt noch bis kurz vor knapp, glaube ich, noch zu arbeiten gehabt, ne? Ja, ich meine, selbst jetzt, wir haben ja noch Nachsynchrotermine für Folgen, die jetzt gerade noch so im Schnitt festhängen. Also jetzt, wo wir das hier gerade aufnehmen. Und ja, wir haben tatsächlich, glaube ich, bis vor anderthalb Wochen gedreht und die erste Folge kommt raus in etwas mehr als einer Woche. Genau. Also es ist schon alles sehr eng bemessen, aber irgendwie ist es auch ganz schön, dass man das Ergebnis dessen, woran man gearbeitet hat, dann so schnell sehen kann, weil es gibt natürlich auch andere Projekte, wo du drehst und dann wartest du ein Jahr, bis du mal siehst, was daraus geworden ist. Und eigentlich finde ich es ganz cool, dass man es jetzt so direkt sehen kann, weil dann kann man auch direkt sehen, wie es ankommt und ich finde das immer sehr, sehr spannend. Ja, aber das ist nochmal der Unterschied auch zum Theater. Beim Theater hat man natürlich gleich sofort die Reaktion vom Publikum. Jetzt hier muss man natürlich auch ein bisschen abwarten, bis das Feedback kommt sozusagen. Wobei, klar, in den Kommentaren wird dann schnell mal wieder was stehen. Was hat sie denn da angehabt? Was hat sie denn da gesagt? Ne, so Sachen dann, ne? Ja, gehört halt dazu. Ne? Das ist halt ein Teil des Berufs, dass man sich so in die Öffentlichkeit bewegt. Und Leute dementsprechend natürlich auch die Möglichkeit haben, einen permanent zu kritisieren. Was definitiv auch was ist, was man lernen muss, wo man auch umgehen lernen muss. Definitiv, definitiv. Ich kriege das hier bei mir auch immer mal damit, dass dem einen oder anderen dann meine Moderation vielleicht dann doch nicht so gefallen hat oder der Interviewpartner, also oder beziehungsweise der Gast, den kennt man ja nicht, was soll das wieder? Stehe ich drüber mittlerweile. Was soll ich sagen? Ihr werdet mich kennenlernen. Ja, und hoffentlich noch sehr, sehr viel, auch in den nächsten Jahren, in vielen weiteren Rollen natürlich. Ne? Gibt es so eine spezielle TV-Rolle, wo du sagst, das würde ich gerne mal machen, oder... Früher habe ich immer gesagt, ich würde gern mal sowas
Richtung, sag ich mal, Mörder spielen. Also faktisch, jetzt, wenn man blutige Anfänger nimmt, mal auf die andere Seite klettern und nicht auf der guten Seite, sondern auf der bösen Seite sein. Aber ich muss sagen, so im letzten Jahr habe ich gemerkt, ich würde total gerne mal was Historisches spielen. Und da bin ich gar nicht wählerisch oder so, aber ich habe einfach, ich mag das, wenn man sich mit einer Zeit so auseinandersetzen muss. Also wenn du halt dich wirklich informieren musst darüber, wie haben Menschen gelebt in der Zeit, wo haben die gelebt, wie haben die ausgesehen. Das sind einfach Sachen, die einem nochmal auch als Schauspieler und Schauspielerin ein ganz anderes Gefühl geben, sich in so eine Figur hineinzuversetzen. Und auf sowas hätte ich mal total gerne Bock. Und es gab ja mal Königin Luise. Stimmt, ja, da war mal was, genau. Ja. Sie ist ja angeblich an Herzschmerz gestorben. Wer weiß, genau. Und dann ist es ja natürlich auch, da darf man auch wahrscheinlich dann entsprechend in die Gewänder dann wieder schlüpfen, die damals getragen wurden. Ne? Ja, das finde ich total cool, ich mag sowas. Ja. Verkleiden auch so richtig, also, ne? Ja, weil dann guckst du halt auch echt in den Spiegel und siehst anders aus. Ja, ja. Wenn ich jetzt Anastasia sehe, dann sehe ich immer sehr mich selbst, weil es ist nun mal gegenwärtig und es ist nun mal ja, vielleicht ein anderer Kleidungsstil. Ich würde jetzt weniger grün tragen zum Beispiel. Grün ist jetzt nicht so meine Farbe, aber Anastasia steht krass auf grün scheinbar. So, aber ich mag das, wenn man in den Spiegel guckt und wirklich ein bisschen mehr so ein Ding hat von krass, so bewege ich mich auch anders, wenn ich irgendwie... Ich hatte eine Stewardessen-Uniform an und plötzlich dachte ich sofort so, okay, eine andere Körperhaltung. So, es genau. ist total cool, sowas zu erleben. Ja, oder dann auch, was die Schminke ausmacht oder die Maske in dem Fall, dann kann ja auch viel den Charakter oder das Gesicht entsprechend verändern. Auf einmal eine Narbe im Gesicht oder so in die Richtung dann einfach. Ne? Genau. Ja, toll. Also, wie gesagt, der Beruf Schauspieler macht dir also total Spaß. Mag ich. Genau, so soll es sein. Was wird es für dich jetzt so in naher Zukunft, wie wird es da weitergehen? Wir haben es gerade am Anfang ja erwähnt, Fußball. Ist das grundsätzlich so eine WM auch ein Thema für dich? Ich muss sagen, Fußball war nie so hundertprozentig mein Sport. Ich stehe mehr auf Formel 1. Also ich bin echt eher so ein Rennauto-Mädchen, bin auch damit groß geworden, so Papa, Opa, haben immer Formel 1 geguckt. Muss natürlich jetzt noch die letzte Saison von Sebastian Vettel schweren Herzens schauen, es tut ein bisschen weh. Fußball-WM, finde ich, ist halt ein bisschen ein schwieriges Thema, gerade wenn man sich so mit der menschenrechtlichen Situation auseinandersetzt. Es gibt viele kritische Stimmen zu dem Thema und es gibt viele Leute, die sich wünschen würden, dass man diese WM ein bisschen wie boykottiert, einfach aus politischen Gründen, was ich total nachvollziehen kann, weil ich finde es tatsächlich auch sehr schwierig, in einem solchen Land ein derartiges Event auszurichten. Deswegen bin ich mir selber noch nicht sicher, wie ich dazu stehen werde und ob ich mir das jetzt im Großen und Ganzen anschauen werde oder nicht. Aber ich glaube, ich bin mit Formel 1 auch echt noch ganz gut ausgelastet bis Ende des Jahres. Deswegen wird das auf jeden Fall so für mich selber vom Anschauen her ganz interessant. Und dann natürlich will ich mir selber blutige Anfänger auch anschauen, weil ich muss ja auch ein bisschen gucken, was ich da so praktiziert habe. Und dann kommt noch ein weiteres Projekt von mir, glaube ich, auf Sky. Sollte dann auch dieses Jahr noch rauskommen. Souls heißt der Spaß. Da habe ich zum ersten Mal auf Schwedisch gedreht. Das war auch sehr lustig. Und ansonsten, ja, man guckt halt so ein bisschen, was die Zeit bringt. Ne? Also es gibt natürlich die Hoffnung, dass man bis Ende des Jahres auch nochmal drehen darf, dass noch irgendwas anderes rumkommt. Aber wenn nicht, dann nicht. So, ich habe jetzt auch echt sehr viel gearbeitet. Man kann sich dann auch mal ein bisschen Pause gönnen und ich muss auch lernen, mir selber eine Pause zu gönnen. Weil ich bin tatsächlich auch jemand, der dann immer sagt, okay, was kommt als nächstes jetzt? Gib mir noch irgendwas. Okay. Bis ich dann irgendwie mal merke, so, hey, komm, du kannst auch mal durchatmen, so ist okay. Ja, das habe ich gerade auch noch gelesen, genau, du hast gerade erwähnt, Schwedisch, genau. Also du kannst auch ein paar Worte Schwedisch demzufolge oder fließend. Ja, also ein bisschen mehr als ein paar Worte. Fließend würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, dafür fehlt mir so ein bisschen die...
die Sprachpraxis, weil es halt in Deutschland einfach super schwierig ist, mit jemandem Schwedisch zu reden. Du redest viel mehr Englisch. Schwedisch rede ich dann halt, wenn ich in Schweden bin. Aber ja, Schwedisch habe ich gelernt, da war ich 15 ungefähr. Ich habe Freunde in Schweden gehabt und dachte mir so, boah, ist irgendwie kacke, ich verstehe gar nicht, was die sagen. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich erst so Grundlagen so ein bisschen selber für mich so gelernt habe. Und dann habe ich tatsächlich Kurse in der Volkshochschule belegt. Und seitdem lerne ich das Ganze, ähnlich wie ich auch Englisch gelernt habe, einfach mit viel Musik hören, viele Serien schauen. Es gibt echt tolle skandinavische Serien, auch auf Netflix unter anderem. Also ja, und da hab ich das einfach so ein bisschen für mich so gelernt. Und ja, bei Souls durfte ich dann das zum ersten Mal auch vor der Kamera anwenden. Und das war dann natürlich schon auch nochmal ein bisschen anders aufregend, weil man weiß ja gar nicht, wie man wirkt, wenn man so eine Sprache spricht und sowas. Also ja, das wird auf jeden Fall interessant, auch das dann mal selber zu sehen und zu gucken, ob ich das sehr gut, sehr gut finde. Jo, dann steht noch ganz kurz hier Gesang. Musikalisch bist du auch aktiv. Was kann man sich darunter noch so vorstellen? Was machst du da Schönes? Also ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren so ein bisschen weniger aktiv war, was Musik betrifft, einfach weil es zeitlich nicht funktioniert hat. Wenn man beim Studium irgendwie 10 Stunden am Tag in der Schauspielschule sitzt, dann kommt man nach Hause und legt sich ins Bett. Nach Drehtagen ist das ähnlich. Aber ich habe tatsächlich 12 Jahre lang Gesangsunterricht gehabt. Hauptausgebildet bin ich in Pop, Rock und Musical. Okay. Und ja, also vor allem in der Schulzeit konnte ich das öfter mal unter Beweis stellen. Dann gab es halt kleinere Konzerte. Ich habe früher auf Jugendweihen gesungen und auf Hochzeiten gesungen. Und so, ne, was man halt so mitnimmt, um sich auch ein bisschen Taschengeld zu verdienen, genau, hier und da. Und ja, ich liebe Musik. Ich glaube, Musik ist für mich immer schon so eine Möglichkeit gewesen, Sachen oder Emotionen auszudrücken, die ich vielleicht mit Sprache, mit Worten nicht so leicht ausdrücken kann. Und ich habe es mir auch irgendwie so vorgenommen, dass ich da wieder mich ein bisschen mehr rein vertiefe. Ich hatte auch lange Zeit einen YouTube-Kanal, wo ich regelmäßig mal was hochgeladen habe. Aber es hat sich leider irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich glaube, es gehört aber auch dazu, wenn man halt erwachsen wird und dann so der Alltag überhand nimmt. Natürlich. Und man so merkt, oh, krass, so viel Zeit für Hobbys ist jetzt gar nicht mehr. Und ich bin tatsächlich auch einfach wahnsinnig perfektionistisch, wenn es um Musik geht. Und wenn da irgendwas blöd klingt, dann werde ich das nicht hochladen. Und ja. Vielleicht das muss auch nicht sein. Das hier und da zum Verhängnis. Ja. YouTube hast gesagt, das ist na schon hier das Stichwort für Social Media. Wo kann man ein bisschen was jetzt über dich noch erfahren, wer von unseren Zuschauern vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren möchte? Wo bist du zu finden? Natürlich wie wahrscheinlich jeder andere im deutschen Film- und Fernsehgeschäft, habe auch ich Instagram. Da findet ihr mich unter luise_emilie_. Denselben Namen habe ich tatsächlich auch auf Twitter. Wenn ihr ein bisschen Mist lesen wollt, den ich poste, dann kommt gerne auf Twitter vorbei. Ist nicht ganz so glamourös wie Instagram. Und tatsächlich bin ich ja auch so im Herzen so eine kleine Gamerin. Und ich streame auf Twitch. Ich spiele im Moment spiele ich sehr viel League of Legends und Formel 1 Manager. Gerade rausgekommen. Sehr geiles Game. Und wer Bock hat, da mal reinzugucken, da findet ihr mich unter F1 Chicken Nugget, weil ich mag Formel 1 und Chicken Nuggets. Und deswegen ist das mein Name. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Ist ganz lustig und da spiele ich einfach sehr schlecht irgendwelche Videospiele. Und ich glaube, da bin ich so mal anders privat irgendwie. Ne? Es ist natürlich so, auf Instagram versucht man immer so ein Bild aufrechtzuerhalten von so einer Persönlichkeit, die man wünschte, dass man sie wäre. Und auf Twitch bin ich halt einfach ich. Und wer Bock hat, so ein bisschen mehr einfach von mir zu sehen, wie ich wirklich bin, der kommt gerne einfach auf Twitch vorbei. Sehr gut, das machen wir. Also bei Instagram habe ich dich schon mal gefunden. Ich zeige das mal. Und folge schon mal. Ne? Sehr gut. Hoffe auf ein Gegenfolg dann entsprechend. Genau. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich doch schon fast wieder geschafft. Haben wir dich da jetzt wirklich mal schön kennenlernen dürfen. Herzlichen Dank dafür. Und für die blutigen Anfänger wünschen wir weiterhin viel, viel Erfolg, dass alles so weitergeht. Und ja, drücken wir die Daumen, dass die Quoten passen. Ich sag's nochmal, ja. Mittwochs, jetzt 19.25 Uhr,
seit dem 5. Oktober immer mittwochs die blutigen Anfänger im ZDF. Genau. Gut, dann dir, liebe Luise, herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast, den Zuschauern. Danke fürs Zuschauen und Schlusswort gehört dir. Ah, ich finde es immer so lustig, wenn Leute sagen, komm, sag noch was zum Abschluss. Aber ich habe das neulich in einem anderen Interview schon gesagt. Ja? Ich finde, man kann es ja auch nochmal erwähnen. Habt euch lieb, Leute. So, es ist 2022. Ich glaube, man kann ein bisschen drauf scheißen, wie jemand aussieht, was er für eine Hautfarbe hat, was für eine Sexualität, wie er sich identifiziert. Und ich finde, das deutsche Film- und Fernsehgeschäft darf da auch noch ein bisschen mehr drauf scheißen, weil wir wollen ja immer die Realität zeigen. Dann zeigt doch einfach alle Arten von Menschen, die draußen rumlaufen. Und deswegen habt doch alle Arten von Menschen, die draußen rumlaufen, lieb, weil Vorurteile bringen keinem was und machen das Leben eigentlich nur schwerer.